Moin Moin und herzlich willkommen in meinem Vlog. Heute Morgen ist der Vlog ein bisschen anders. Ich habe heute Morgen schon eine Rathausführung gemacht. Und mein Skateboard in meinem Postfach eingeschlossen, weil ich es nicht die ganze Zeit mitschleppen wollte. Und dachte, hey, vielleicht lege ich meine Jacke ab. Dann tue ich auch den Autoschlüssel ins Postfach. Und da liegt er noch. Den muss ich jetzt holen. Außerdem, ich habe es euch versprochen, ich habe hier Johannes Kahrs getroffen. Und natürlich nehme ich eure Fragen mit. Die erste Frage war, Mittelstand spielt er eigentlich bei der SPD noch eine Rolle? Klar. Die SPD ist die Partei, die als einzige eine Steuerreform gemacht hat. Wir haben Menschen entlastet. Nicht nur Alleinerziehende mit Kindern, Menschen mit kleinem Einkommen, sondern auch mit mittlerem Einkommen und sogar mit höheren Einkommen. Schäuble redet über Steuerreform, wir haben sie gemacht. Wie ist der Plan der SPD für den Mittelstand für die Zukunft? Also wir wollen eine vernünftige Steuerreform haben, wir machen Wirtschaftsförderung, wir geben Geld für Infrastruktur aus, wir stärken die Wohnungswirtschaft. Das heißt, wir wollen, dass investiert wird in Deutschland und wir wollen aber auch auf der anderen Seite die befristeten Jobs streichen. Wir wollen, dass die Menschen vernünftige Arbeitsplätze haben, damit sie auch Geld ausgeben können. Das ist gut für die Wirtschaft, das ist gut für die Bürger. Okay, was würdest du einem Friseur sagen, wenn er dich jetzt fragt, was tust du konkret für mich? Also als SPD würde ich sagen, wir sind die Partei, die zum Beispiel beim Soli streicht. Wir würden von den 20 Milliarden Soli 10 Milliarden sofort streichen und das kriegen kleine und mittlere Einkommen sofort zurück. Das heißt, die zahlen dann keinen Soli mehr, wenn man SPD wählt. Und ich glaube, das ist ein Angebot, da kann er gut mit leben. Ja, das hört sich ganz gut an. Und dann ist natürlich eine Geschichte, die bei ihm auf die Preise drückt, Mehrwertsteuererhöhung. Kommt die nun oder kommt die nicht? Eine Mehrwertsteuererhöhung wird es mit der SPD nicht mehr geben. Wir haben das schon mal gehabt. Wir wollten keine, die CDU wollte eine, es kam eine, war schlecht für uns. Kommt nicht wieder, braucht auch keiner. Wir haben so viele Steuerüberschüsse in diesem Land, da braucht man keine Mehrwertsteuererhöhung, die ist kontraproduktiv. Alles klar, das war mal sehr konkret. Danke, Johannes. Immer gern. Ja. Manchmal lebt man gefährlich als Skateboarder. Und Herr Wagner, müssen wir noch einmal zusammenfahren. Dankeschön. Samstags ist hier echt eine ganze Menge los. Oder Sonnabend, wie man in Hamburg sagt. Hier ist heute Zugang nur mit Zugangsberechtigung. Hey, es ist sogar auf. Wisst ihr eigentlich, wie das aussieht? Postfächer eines Abgeordneten? Ganz schön dunkel hier, warte mal, Licht. Ah, hier ist mein Postfach. So, und da, hoffe ich, da ist der Autoschlüssel. Da ist noch die Sektflasche, weil ich heute die Führung gemacht habe. Genau, und hier landet die ganze Post, wenn man sie mir ins Rathaus schickt. Da, in diesem Fach. So, jetzt aber ab von Hopf. So, sag mal, wie heißt ihr denn? Philipp. Warte, also du bist Nico und du bist Philipp. Alles klar. So wird man manchmal beim Vloggen erkannt und ja, sie wollen mit in den Vlog. Also. Hi. Auf nach Hause, Family Zeit! Wenn man sich die Schulsituation anguckt, könnte man auf die Idee kommen, wir haben hier locker 4 Kinder oder so. Und wer glaubt, dass nur Frauen und Schule ein schwieriges Thema ist, der hat es noch nicht erlebt, wenn der Dreijährige das dritte Mal die Schuhe gewechselt hat. Ja, und du sollst auch Schuhe anziehen jetzt. Los, zack, zack, wir wollen raus. So, und es wird ja immer so getan, als wenn es völlig egal ist, ob SPD oder CDU, ist sowieso alles gleich. Nein, ist es nicht. Wir zum Beispiel haben 2 Kinder, also nicht 4, wie gerade von der Schulsituation her angenommen, sondern 2. Und Bildung ist wegen dem Kooperationsverbot Ländersache. Deswegen ist das Beispiel jetzt ein Hamburger Beispiel. Aber die SPD hat seit 2011 für die Eltern in Hamburg einen gesetzlichen Anspruch verankert für Kinderbetreuung in den ersten 5 Stunden. Das heißt, wir haben als Eltern von 2 Kindern nicht nur einen gesetzlichen Anspruch darauf, dass unsere Kinder betreut werden in den ersten 5 Stunden, was ja schon mal ein Hammer ist, sondern wir erhalten auch noch einen Kita-Gutschein. Und dieser Kita-Gutschein ist ein geldwerter Vorteil von 581 Euro pro Kind und Monat. 581 Euro im Monat, wir rechnen mal der Einfachheit halber, 600 Euro pro Kind und Monat sind 1200 Euro im Monat netto, die ich vom Staat, also
von der SPD eingerichtet, staatlich verankert einen Anspruch habe. Und das sind brutto knapp das Doppelte, also sagen wir mal 2.300 Euro, die ich im Monat dadurch als Eltern nicht aufbringen muss. So, das heißt, wir reden über in Wahrheit einen geldwerten Vorteil, dadurch, dass die SPD seit 2011 in Hamburg regiert, für uns als Eltern mit kleinen Kindern in Höhe von knapp 1.200 Euro. Und das bedeutet, dass es einen riesigen Unterschied macht, ob es die CDU ist, die regiert, oder die SPD, weil vorher gab es 10 Jahre CDU-Regierung in Hamburg und da hatten wir nicht nur die Bildungsgebühren an der Uni, also Studiengebühren, sondern eben auch keinen gesetzlichen Anspruch auf Kinderbetreuung und keinen Kita-Gutschein. Und das bedeutet, ob die SPD nun regiert oder nicht, macht für mich persönlich einen Unterschied, als wenn ich jeden Monat ein brandneues Apple X bekomme. Für den Fall, dass ihr in Hamburg mal so richtig, richtig leckeren Burger essen wollt, da gibt es ihn. Dieter Sanchez ist die Nummer 1 Adresse für leckere Burger. War das lecker! Also, nun ist es doch deutlich später geworden, als es ursprünglich mal geplant war. Aber zusammenfassend der heutigen Geschichte. Also, seit 2011 hat die SPD in Hamburg, klar, es geht um Bildung und es ist ein Hamburg-Thema, aber es visualisiert den einen Punkt, den ich machen will. Es ist eben nicht egal, wer regiert. Und ich möchte auch diesen Quatsch nicht mehr hören. CDU, SPD, ihr macht doch sowieso alle das Gleiche. Nein, das ist nicht wahr. Es ist einfach nicht wahr. Es macht einen Unterschied, welche Partei regiert. Und hier in Hamburg kann man das zum Beispiel an dem Thema Bildungsgebühren wunderbar sehen. Wir haben die Situation, dass junge Eltern mit zum Beispiel 2 Kindern hier einen geldwerten Vorteil haben, den, wenn sie ihn erarbeiten müssten, so viel wert ist, wie jeden Monat ein iPhone 10 oder ein iPhone X, je nachdem, wie man es aussprechen will. Insofern hoffe ich, es hat euch mal wieder gefallen. Lasst mir einen Daumen nach oben da, einen Daumen nach unten oder was auch immer euch dazu einfällt, schreibt es mir in die Kommentare. Ich hoffe, dass ihr meinen Kanal abonniert, sofern ihr es nicht schon getan habt. Und wir sehen uns morgen wieder. Also, tschüss!